vorne. Nala hilft hier der Sarah beim Anreißen von der Verschalung, die wir ja brauchen für die Punktfundamente. Sarah hat jetzt hier schon angezeichnet. Ich glaube, wir machen 25 cm Innenmaß. Muss ich gleich alle sägen. Aber erstmal muss Sarah anzeichnen. Hier soll das Badezimmer dann später hinkommen. Da hat Sarah schon die Löcher für die Punktfundamente grob angezeichnet. Die genauen Maße für das Punktfundament holen wir uns dann gleich über Schnüre. Hier habe ich schon mal angezeichnet. Das soll 30 cm über der Höhe von dem, naja, gemauerten Fundament sein. Das war irgendwie mal ein grobes Maß haben und das Maß nehmen wir nachher für die Punktfundamente an, damit unten drunter auch ein bisschen Luft ist. Aber das seht ihr dann später. Martin ist gerade dabei, oder macht gerade Pause, vom Löcherbuddeln. Gucken wir mal rein. Hier ist dies. Wolltest du uns einmal diesen tollen Spaten-Ding da zeigen? Wie nennt man das? Keine Ahnung, Löffelspaten oder so. Müssen wir mal im Internet schauen, wie der heißt. Schreiben wir euch drunter, wenn wir es finden. Ja, die Erde wird direkt wieder für woanders genutzt. Hundelöcher zubunden zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das schon erklärt hast. Wir haben ja hier 4 Außenlöcher und 1 innen. Und wir machen das aus 1,5 von diesen Bodenplatten. Und dieser eine Punkt quasi, das eine Loch, das fünfte, ist so in der Mitte von den beiden Platten, dass die da auch nochmal gestützt werden. Wenn du es fachjargonmäßig sagen möchtest. Ich habe doch keinen Fachjargon. Okay. Und da seht ihr auch schon einen von unseren Verschalungskübel-Dingern. Kasten, Kästen. Dingensdingern. Martin ist jetzt gerade noch kurz an den Körben für die fürs Punktfundament, weil da muss natürlich auch Eisen rein, auch wenn es nur so kleine Dinger sind. Ah, das haben wir euch ja auch eh schon mal gezeigt in dem, das Schottendach-Video, ne? Ja. Die Körbe sind jetzt fertig. Ich habe 2 kurze gemacht, weil hier die Löcher sind nicht so tief, weil wir da auf die Fundamente von dem Haus kommen. Und 3 ein bisschen längere gemacht, die hier in die tiefen Löcher reinkommen. Unsere Verschalung haben wir ein bisschen abenteuerlich hier ausgerichtet. Besser wäre das vielleicht, wenn man hier solche Hölzer noch davor schraubt. Das Problem ist hier, das Holz ist ziemlich hart, aus denen diese Latten sind. Und die würden wir da nur schwer gegengeschraubt kriegen. Deswegen haben wir uns hier für so ein bisschen abenteuerliche Ausrichtung entschieden und haben die Schalung natürlich hier so in beide Richtungen einigermaßen so in Waage gebracht. Hundertprozentig ist das jetzt nicht ganz so wichtig, weil nachher das Holz ja auch nicht hundertprozentig ist und wir das alles so oder so ausrichten müssen. Aber umso genauer man hier beim Betonieren arbeitet oder generell umso genauer man bei jedem Arbeitsschritt arbeitet, umso weniger Probleme hat man dann im Nachhinein, um das Ganze wieder auszugleichen. Deswegen hoffen wir mal, dass das so ganz okay ist. Über die Schnur haben wir ja so oder so die gleiche Höhe. Das haben wir vorhin noch mit der Schlauchwaage gemacht. Da man bei der Schlauchwaage halt zu zweit arbeiten musste, konnten wir das nicht so gut filmen. Hier, der hat jetzt keine Schnüre, da sind wir mit der langen Wasserwaage hingegangen. Jetzt renne ich die Schnur um. Da sind wir mit der langen Wasserwaage hingegangen und haben uns das Maß so rüber geholt. F
funktioniert auch. Ja, und jetzt müssen wir natürlich gleich beim Befüllen von dem Beton ein bisschen aufpassen, dass wir uns die Kästen nicht durch die Gegend hauen. Die sind einigermaßen stabil. Ich will jetzt auch nicht zu sehr wackeln, aber einigermaßen haben wir die gut befestigt. Und wenn Beton nachher drin ist, dann kann ich den hier einsetzen, damit ich den dann auch nochmal ausrichten kann. Dafür mache ich mir erstmal ein bisschen Beton rein. Jo, fangen wir an zu betonieren. Wir haben jetzt Beton gemacht. Ich habe dafür unsere Mischmaschine benutzt. Ihr könnt dafür aber auch so einen Handquirl nehmen oder wer sich richtig quälen möchte, kann das alles so in eine Schubkarre reinpacken und dann mit dem Spaten vermischen. Das habe ich, glaube ich, irgendwann früher mal gemacht. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht empfehlenswert, weil das echt schwer ist. Also wenigstens so ein Rührquirl, obwohl der sich manchmal schwer tut, hier mit den Steinen drin. Am besten ist so eine Mischmaschine. Oder je nachdem, wenn ihr ein Riesenfundament zu machen habt, dann holt euch Fertigbeton mit dem Mischer. So, ich fülle das jetzt alles einfach hier mit der Schippe rein und werde dann einmal noch verdichten mit dem Betonverdichter, Betonrüttler oder wie auch immer das heißt. Falls ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch einfach mit einem Hammer so ein bisschen gegen die Verschalung klopfen und dann verdichtet er sich auch einigermaßen oder mit dem Stock drin rumstochern. Ja, weil wir halt ein bisschen mehr mit Beton arbeiten, haben wir uns so einen Betonrüttler geholt und der macht dann theoretisch schöne Oberflächen. So, ich werde das jetzt mal befüllen hier. Da ist eigentlich nichts bei, ihr müsst einfach nur den Beton in die Verschalung reinschuppen. So. Ja, das ist jetzt der Betonvibrator. Ich werde jetzt ein bisschen vorsichtig und relativ schnell das Ganze machen, weil die Verschalung ist recht sparsam zusammengebaut. Nicht, dass die uns platzt. Ja, und die Oberfläche kann man dann einfach ein bisschen glatt machen noch. Wie sagst du? Schwurbeln. Schwurbeln. Für meine linksgrünen Freunde, ein bisschen Schwurbeln mit der Kelle hat noch nie geschadet. So. Ja. Und wenn das Ganze getrocknet ist, ich habe da schon mal was vorbereitet. Sollte das Ganze ausgeschalt so aussehen, wir haben nämlich den letzte Mal schon fertig betoniert, da ist uns das Material ausgegangen, weil ich gedacht habe, ich habe noch Steine, in den Säcken war aber Sand und keine Steine. Ja, so sieht das dann aus, einigermaßen glatte Oberfläche. Wenn man jetzt hier oben noch so ein Profilholz eingenagelt hätte in die Verschalung, hätte man hier so eine schöne 45 Grad Phase. Haben wir nicht, haben wir jetzt auch nicht so den Wert drauf gelegt. Ja, und da ist das erste Punktfundament quasi schon fertig. Und das hat man jetzt davon, wenn man zu nachhaltig unterwegs ist, ja, und dem Trend der Nachhaltigkeit folgen will. Wir haben ja hier alte Schaltbretter benutzt. Die waren natürlich auch schon ein bisschen morsch. Und als wir dann mit dem Vibrator vibriert haben, hat es jetzt die Schalung ein bisschen rausgerissen. Aber das ist ein super Beispiel dafür, dass man bei der Verschalung auf jeden Fall gut arbeiten muss und ziemlich stabil arbeiten muss. Wo wir die Dinger zusammengebaut haben, habe ich eigentlich gesagt, besser wäre es, wenn man da so Konstruktionsholz hätte und darüber hinaus mit dem Konstruktionsholz wie so einen Rahmen noch drumherum baut. Egal, das Ding ist eh unterm Haus und das passt auch noch von der Höhe einigermaßen, haben wir noch mit der Wasserwaage kontrolliert. Wir haben ja bald noch ein bisschen größeres Projekt zu betonieren und da werden wir dann noch mal ein bisschen mehr Acht auf die Verschalung geben und dann könnt ihr euch das mal angucken und dann sehen, wie man das richtig stabil baut. Die hier halt nur aus Resten, aber für so eine Gartenhütte oder was weiß ich was, sollte das ja auch eigentlich reichen. Unsere Verschalungen sind jetzt mit Beton gefüllt. Ich habe jetzt auch mal die Schnüre hier weggenommen, damit die Hunde hier besser langkommen können. Komm hier! Ja, jetzt sucht sie die Schnur, komm. Und jo, soweit, so gut. Wir müssen jetzt warten, bis das ganze Zeug ausgehärtet ist. Und dann können wir die Verschalung rausnehmen. Und jetzt ist natürlich die Show auf Nala abgelenkt. Jetzt kommt der nächste.
Wie es dann weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit vertreiben und Sarahs Koch- und Backvideos gucken auf ihrem eigenen Kanal. Und ich habe jetzt Hunger auf Kuchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wo ist denn die Wasserwaage? Morning.